Hat denn der blöde Hund schon wieder Urlaub? Werden jetzt wahrscheinlich einige sagen. Aber ja, verdient zwar nicht, aber na. Jedenfalls habe ich mir jetzt noch mal eine Woche freigenommen und bin heute am Freitag nach der Arbeit schon mal ein Stück weggefahren. Ich stehe jetzt im Striegistal an der stillgelegten Eisenbahnbrücke, an der ich schon ein paar Mal geschlafen habe. Hab wieder nichts Spezielles geplant, sondern ich werde immer mal ein Stückel fahren und mir dann in der Gegend irgendwas ansehen oder ein paar Geocaches suchen. Allerdings habe ich mir scheinbar eine kleine Grippe eingefangen. Heute geht mir es nicht so besonders. Hab vorhin, als ich hier ankam, erst mal einen Kaffee getrunken und mich dann noch mal eine Stunde ins Bett gelegt. Nachdem ich jetzt eine kleine Runde geschlafen habe, geht mir es wieder etwas besser. Ich werde jetzt ein bisschen an dem Video basteln, Warmbrot essen und mich heute doch mal ein bisschen Zeit schon ins Bett verkriechen. Ja, weil ich eigentlich erzählen wollte, ich habe mir eine neue, bessere Cam geleistet. War doch eigentlich schon lange mal fällig, das Ding. Ich habe mir die Sony, dann muss ich dir auch mal ins Bild zeigen, läuft gerade hier im Test. Ja, ich habe mir die Sony FDR AX43A. Und bin bis jetzt auch ganz zufrieden mit dem Ding. Ja, die kann ich ja auch mit dem Telefon steuern. Ein- und ausschalten kann ich. Bild drehen. Ich weiß nicht, ob ich das in der Kamera auch dreht. Ja, also Handy ist eine ganz einfache Fernbedienung. Man sieht zwar hier sein Bild, was die Kamera gerade macht. Das ist aber auch alles. Ich kann starten, ich kann zoomen, was ich alles auch mit der Hand an der Kamera machen kann. Ja, zur Technik will ich jetzt nichts weiter sagen. Es gibt auch einige Videos, wo das ein bisschen vorgestellt wird und was die macht und kann und tut. Da mache ich auch kein Unboxing-Video oder sowas dazu. Ich denke mal, das wird keinen weiter interessieren mehr. Die ist ja doch schon eine Weile auf dem Markt. Ja, und die hatte ich mir vor 2 Wochen geholt. Und zum Testen war ich letztens nochmal zu der Mutschmann-Villa gefahren. Da war ich auch im Juni schon mal spazieren gewesen in der Gegend. Und kam da auch an der Villa vorbei. Und dann seht ihr hier einen Mix aus den Aufnahmen vom Juni und die jetzt mit der neuen Kamera. Ich werde jetzt aber nur Außenaufnahmen zeigen und von der Wanderung zu der Villa mache ich selber noch mal ein neues Video. Da werde ich auch ein paar Bilder zum direkten Vergleich der Kamera mit reinmachen. Okay, das war's erstmal soweit. Und Bin hier in Quellenburg. Bin heute nach der Arbeit mal richtig Quellenburg. aufgefahren. Genau, Abend. Es ist um 5. Jetzt sind es noch 34 Grad, aber heute fühlte sich das gar nicht so heiß an. Ist ein schöner Platz hier oben, der Zigeunerplatz. Früher durften Zigeuner, aber das waren die Sinti und Roma, da wurde allgemein Leute ohne festen Wohnsitz wurden damals als Zigeuner bezeichnet. Hippleute, die heute Sinti und Roma. Und was es da noch für Völker gibt. Und ich denke, das passt zu mir.
Der alte Zigeuner. Ja, ich habe mir jetzt eine neue Kamera geleistet. Um endlich mal ein bisschen qualitativere Aufnahmen zu machen. Und zwar ist das die Sony AX43A. Ist auch noch eine verhältnismäßig einfache Kamera. Ja, hier wird, wie gesagt, wahrscheinlich auch der Ton weitaus besser sein. Zumindest, was ich so gelesen habe, sollte ich es doch schon hören lassen, im Gegensatz zu der anderen. Und Wackeltest. Wie gesagt, die neue hat hier so eine kleine Mechanik drin, die das irgendwie will auspendeln soll. Und die billige habe ich mit dem Gimbal betrieben. Ja, die Brennweite von der Cam ist übrigens von 4,4 bis 88. Ich habe vor, mir morgen nochmal die Nazi-Villa anzusehen. Wenn man da noch reinkommt oder, und die noch nie ganz abgesperrt ist. Ja, und da jetzt bald die Sonne untergeht, mache ich bloß noch mal eine kleine Runde und suche einen Cache. Oder auch zwei. Na, das ist das Guinness-Pfad. Hier mit den Kindern wandern die. Und die trommeln dann die ganze Pause über auf dem Ding rum. Oh je. Oder auf den. Das ist auch noch ein Instrument. Ich dachte, das wäre hier eine Bank. Ach so. Doch zum Sitzen gedacht. Ach, das ist tatsächlich ein Telefon. Ach, Moment! Das Telefon! Ja, bitte? Ach, guten Tag, Onkel Uhu. Guten Abend. Hallo, Herr Fuchs, guten Abend. Ja, es ist noch etwas größer hier. Es geht rechts und links des Weges. Und da gibt es noch eine ganze Menge mehr Stationen. Das waren bloß ein paar, die ich davon gesehen habe. Und dass man hier baden kann, war mir neu. Und das war noch eins der
später, wo ich mein Bierchen gekriegt habe, in denen es keine Ausschreitungen gibt. Die Stunde oder anderthalb Stunden Fahrt bis hierher ist denn so langweilig. Da haben die sich noch nie kloppen können. Oder dann schon wieder ausgekloppt und fahren wieder hin. Aber die sind ja alle schwer traumatisiert. Lass die sich ruhschlürfen, die brauchen das. Gleich hier hinterm Teich, keine 300 Meter weg, war ich letztens. Da war ein Loch. Ja, das hat genau gepasst. So, so wieder an der alten Geistervilla. Und hier habe ich diesmal einen Schritt drüber gemacht. Ach da, gucke. So, da oben ist das Haus. Und hier unten endete der Bunker. Hier ist der Ausgang. Ganz schön weit weg. Und hier zieht es noch viel angenehmer kälter raus. Da oben. Ist das Haus.
Ja, im Großen und Ganzen, cashmäßig sieht es ja nicht so besonders aus. Ich habe vorhin nochmal geguckt. Dann gibt es ja eigentlich bloß mehrere Multicash. Und den einfachen, den es am Schloss gibt, wurde aber im Dezember das letzte Mal gefunden. Also ist der wahrscheinlich auch abhanden gekommen. Tja, und da gehen wir jetzt diesen Erlebnisfahrt zurück. So. Das Schwein ist tot. Jetzt sind wir wieder hier bei den aggressiven Bremsen. Schon während man läuft, stürzen die gefräßig auf einen. Und wenn man aber stehen bleibt, das geht gar nicht. Also immer schön in Bewegung bleiben. Was hat denn der Baum hier? Jetzt. Und jetzt mein Orientierungssinn funktioniert noch. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich bei dem Weg zur Zeit rauskomme, auf diesem anderen Wanderparkplatz. Aber dann sah ich diesen Baum, den ich das letzte Mal gefilmt hatte, und da wusste ich wieder, dass ich richtig bin. Ganz schön fetten Arsch von hinten. So, jetzt sind wir gleich wieder auf meinem Zigeunerparkplatz. Und da werde ich dann doch noch ein Bämmchen essen, die eine Bratwurst hat nicht ganz gereicht. Ich habe eigentlich schon wieder ein kleines bisschen Hunger. Aber ich habe ja auch genug zu essen mit. Und jetzt gibt es auch noch mal ein schönes, kühles Bierchen. Ja, wenn ich Glück habe, habe ich die Flugschweine heute auch im Auto. Fenster kann ich auflassen, ich werde aber meine Fliegengitter davor machen. Na klar, jetzt fängt es auf die letzten 300 Meter auch noch an zu drehen. Aber naja, da machen wir dann die Heizung an und dann gibt es ein kleines Käffchen. Da geht das schon. Ist zwar noch ganz schön Verkehr, aber ich denke, mal nachts ist ja ruhiger. Und davon abgesehen, mich stört das ja sowieso nicht weiter. Und dann habe ich noch das Auto drumherum und ein paar Büsche vor der Straße. Also von daher sollte das kein Problem geben. Ja, jetzt die Gönnerpappe. War eine schöne kleine gemütliche Runde. Jetzt habe ich mich gerade noch mal gewaschen, wie Herr Habeck das so vorschlägt, mit Waschlappen, Waschbecken. Jetzt legen wir erstmal in 2 Stunden die Beine hoch und dann machen wir vielleicht noch mal einen kleinen Abendspaziergang zum Sonnenuntergang. Schauen wir mal. Vielleicht nehme ich euch dann noch mal mit. Falls nicht, sage ich jetzt schon mal Ciao.